Daisho Bioenergy bei Attila Hildmann. Daisho, wake the warrior. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast hier mit am Start. Ein Gast, mit dem ich noch nie gemeinsam vor der Kamera war. Daher freut es mich besonders, dass wir jetzt das Gym zerstören werden. Aber es wird natürlich auch ein paar kritische Fragen von meiner Seite geben. Willkommen, Misha. Hallo. Jetzt, wir werden ein bisschen Oberkörper trainieren und freut euch einfach auf ein paar geile Bilder und ein paar geile Fragen. Let's do it. Misha, wie sieht es bei dir aus? Du trainierst immer ohne Equipment. Ja. Ohne komplett. Bandagen, ohne alles. Das Einzige, was ich benutze, sind Zughilfen. Ja. Früher habe ich oft Gürtel benutzt, aber ich habe ja auch komplett abgeschworen, weil ich einfach mich immer verletzt habe, weil ich zu viel Gewicht bewegt habe. Okay. Ja. Aber sonst brauche ich eigentlich wenig Equipment, weil ich einfach das Gefühl habe, dass ich so auch gar nicht erst auf einen dummen Gedanken komme. Ja. Und ich kann wirklich sagen, seit 9 Jahren jetzt im Trainieren noch nie ernsthaft verletzt. Okay. Deswegen. Ja, so never change your running system. Genau. So. Aber ich kenne das. Bei mir ist auch so, wenn ich Kreuzheben mache, zum Beispiel mit Zughilfen, ja, kann ich wahrscheinlich das Doppelte ziehen mit Zughilfen und Gürtel wie ohne. Ja. Und das sorgt dann natürlich schon mal, dass man so ein bisschen overpaced und ja, ja, am nächsten Tag dann das auch so ein bisschen merkt. Ja, gut, bei Zughilfen muss ich sagen, eben zum Beispiel jetzt bei Romanian Deadlifts oder bei Shrugs, geht es mir um den Nacken oder ja, um die Hamstrings, um die Glutes, nicht um die Griffkraft, deswegen ja, da ganz klar bin ich mit dir. Aber ich habe auch so das Gefühl, eben dadurch, dass ich die Skoliose auch habe, das ist ja, warum ich angefangen habe zu trainieren, ich bin so verletzungsaffin, also ich habe mit dem Semion trainiert letzte Woche, wenn ich einen Monat so trainieren würde wie der, wäre ich raus. Ich wäre raus. Ja, weil ich einfach nicht gemacht bin dafür. Weißt du, ich sehe zwar krass aus, aber ich bin eigentlich sehr fein und okay, sehr verletzungsaffin. Also ich mache auch keine anderen Sportarten groß. Deswegen, yeah, als ich mal auf der Eisbahn war, habe ich mir direkt hier die Leiste gezerrt. Okay. Also ich bin so ein typischer so ein Bodybuilder. Halt. Aber ich habe das vor kurzem auch in einem Q&A gesagt, wenn mich so Leute fragen, hey, kommst du mit Kicken oder so, sage ich so, ah nee, weil wenn dann irgendwas ist, du kotzt dich so ja an, wenn du dann nicht mehr trainieren kannst. Und es geht immer schnell. Ja, ja, schau dir mal den Callum an. Ja. Das ist so hart, Alter, glaub mir. Also der hat ja, vor allem wie er sich die Verletzung zugezogen ja hat, also sein, was hat er, Bizeps, Zehenabriss hier mit, was hatten sie da, 100 Kilo Curls. Also sie haben zusammen mir gecurlt, stimmt, ja, dämlich, Mann. Ja. Und das ist dann schon bitter. Ja. Ihr seht, Misha trainiert sehr explosiv. Ja. Vor allem wenn man mit leichten Gewichten trainiert, macht ja halt schon Sinn. Dann steuerst du auch alle Muskelfasern immer an, musst du nicht mal so schwer trainieren. Ist auch ein geiler Vorteil. Hörst du Musik während dem Training? Ja, in den ersten 20 Minuten, ja, bis du die erste schwere Übung durch ist, also Flachbank drücken oder Squats immer mit Musik. Okay. Und dann Hörbücher oder Podcasts. Ich muss sagen, ich höre auch immer Podcasts, aber gegen Ende des Trainings höre ich dann oft Musik, weil ich merke, die Konzentration lässt einfach nach. Ja. Wenn du so 60, 90 Minuten Podcast gehört hast, geht nicht klar, gell? Dann bist du irgendwann mal ja so durch. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Aber ich mache das eigentlich echt immer sehr, sehr gern. Außer wenn man jetzt so wirklich ans Maximum geht, ja, dann muss man Stopp machen, weil sonst du kriegst halt dann nichts mit, was da läuft. Ja, ja, ja. Hey, ich weiß genau, bei mir ist halt so, weil ich schon so lange trainiere und auch lange im Gym bin, ja, habe ich manchmal, also ich habe wirklich so in der Wettkampfdiät 16, war ich so zum Teil 2,5, 3 Stunden im Gym, weil ich wirklich lange Pausen gemacht habe. Da habe ich einfach gedacht, ich verschwende jetzt hier meine Lebenszeit, wenn ich ja nichts
nicht reinkriege, weißt du, weil es ist, weil du trainierst ja sicher auch schon so, bei mir ist alles so mechanisch, weißt du, das ist so abgeklärt, ich öffne die App, ich weiß genau, welche Übungen das kommen, wie viele Reps, wie viele Sätze, da ist gar nichts mehr groß dem Zufall überlassen und da muss ich auch gar nicht mehr denken, das läuft schon Autopilot bei mir und dann... Also bei mir ist jetzt seit einigen Wochen das Training so ein bisschen anders, weil ich trainiere mit meiner Freundin. Das ist jetzt auch nicht eine Bikini-Chick, sondern die macht Wettkämpfe in der Figurklasse, also ist schon richtig dabei. Also noch härter jetzt denn. Ja. und ja, jetzt aktuell immer im Fit One unterwegs und hatten wir vorhin auch schon besprochen, 1 Million Maschinen, 1 Million Bänke, Gewichte etc. Und dann probierst du halt sehr, sehr viel aus. Ja. Und dann ist das Training nicht so routiniert. Aber ist auch mal geil, weil ich trainiere jetzt schon seit 12, 13 Jahren. Krass. Ja. Aber ich sag das immer sehr ungern. Ich habe das auch schon bei Brosep gesagt, weil so mit 18, 19, 20, da bist du halt freitags ins Gym, danach kurz duschen und dann dem hier. Ja? Erstmal Party. Ja. 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 Aber natürlich nicht mit der Ernsthaftigkeit, wie man das heute macht. Ja. Ja. Daher auch so dieses ich mach das schon so und so lange, kannst du nicht viel geben. Weil heutzutage, ich sehe oft Jungs, die sind 20, sehen super aus, die haben halt nicht so viele Fehler gemacht wie wir früher. Ja? Die haben kein Beef-Protein gekauft, die haben kein Ronnie Coleman-Masse-Training gemacht und so ein Quatsch. Ja? Und die können dann innerhalb von kurzer Zeit halt viel mehr erreichen. Ja, das habe ich. Wir waren gerade vorgestern, waren wir bei, habe ich meine Science Statics Elite, also die Leute, die noch Premium zahlen, habe ich persönlich trainiert in Frankfurt. Und ich habe auch denen gesagt, ich finde es so krass, wenn ich heute in die Gyms gehe, verglichen zu 10 Jahren, als ich angefangen habe. Die Leute trainieren sauberer, die machen auch die besseren Übungen jetzt. Ja. Das heißt, ich fühl da schon so ein bisschen, mich ein bisschen mitverantwortlich, dass so ein bisschen auch die Form und allgemein die Leute trainieren sauber und das macht mir halt schon Spaß, dass die Arbeit auch fruchtet. Und das ist eigentlich das allerschönste Gefühl, dass du siehst, die Leute trainieren einfach sauberer. Und ob das jetzt wegen mir, wegen Smart Gains oder Brosep ist, schlussendlich also, eigentlich egal. Oft kommen Leute so auf mich zu und steigen mit so einem Programm-Bashing ein und hoffen, dass ich so da drauf einsteige. Ja. Und dann sage ich so, ganz ehrlich, wenn du dir jetzt das KLS-Programm, dein Programm oder von sonst irgendeinem das Programm geholt hast, dann hast du 10-mal mehr gelernt als von 3 Jahren Flex-Abonnement. Ja, ja. 10 Jahre. Ja. Irgendeine ist jetzt, sowieso, also Flex gibt es jetzt gar nicht mehr, glaube ich. In den USA, aber hier schon noch. Immer noch. Ja. Aber also ich kenne da die Zahlen und das, was die so in einem Jahr schaffen an Zahlen, das ist so. Machst du mit einem YouTube-Video? Machen wir beide mit einem. Das ist nicht beeindruckend, ehrlich gesagt. Geil, so jetzt mach doch nochmal den 4 Plates, oder? Genau, einfach. Also das heißt, ich muss eigentlich gut aufhalten bei mir. Ja. Komm jetzt, den machst du noch easy. Gib ihm. Schön. Und ich sag den Leuten auch immer, ob du jetzt auf einen Görki hörst, auf einen Mischa, auf einen Smart Gains, auf einen Johannes Lukas oder mich, das ist eigentlich so egal, weil wir labern alle kein Bullshit. Du kannst dir von jedem das E-Book holen. Keiner verzapft da irgendeinen Scheiß, ob du dir jetzt Elements holst, ob du jetzt, wie heißt seins? Scienstatics, Procept heißt Muskelpedia oder von Johannes Lukas, der hat ja jetzt auch so ein neues Programm, super aufwendig. Das ist so alles Top-Level und da muss man echt mal sagen, würden diese Produkte zum Beispiel in Amerika oder in England oder so erscheinen, das wäre da so Next-Level-Übershit. Kommt jetzt. Ja? Scienstatics wird in 2 Tagen gelauncht auf Fitplan. Also ein bisschen minimierter das Ganze, ohne die Guides und ohne die ganzen Mastermind- oder Masterclass-Videos, aber es ist mit Voiceovers und dann einfach auch sehr aufwendig produziert über die Fitplan-App. Das läuft so wie bei Netflix. Mhm. Das heißt, das Geile für mich ist, dass wenn jetzt jemand über Michael Hearn oder Jeff Slade einsteigt, dass er dann vielleicht nach 4 Wochen keine Lust mehr hat auf den Scheiß. Und dann sieht er mich und dann, sobald er dann bei mir einsteigt, gibt es dann so ein Growth. Also dann kriege ich dann so Beteiligungs. Bin zwar ultra gespannt, weil ich noch nie da reingedippt habe. So. Ja. Noch nie, ich habe noch nie Werbung für irgendwas auf dem englischen Markt gemacht eigentlich. So. Ja. Ultra gespannt. Ja, ist
sicher spannend, aber auch, ich glaube, sehr, sehr schwer. Kompetitiv, ja. 3, 2, 1. Okay, go. Du darfst jetzt die nächste Übung aussuchen, die wir machen. Ja? Ja. Also du, also wenn wir heute bei Push bleiben, nur, ja, dann die Special-Übung, sonst machen wir jetzt irgendwas für den Rücken. Können wir auch machen, wie du willst. Willst du dem Garnikus-Publikum deine richtig geile, vollgepumpte Form zeigen? Weil dann, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich habe jetzt auch wieder angefangen, nicht nur Upper-Lower zu trainieren, ja, sondern ich mache jetzt Push-Pull-Beine, Pause, Upper-Lower, Pause. Ja. Es ist natürlich schon geil, sich so nur auf die Brust und die Schultern zu fokussieren. Aber weißt du, was mir immer fehlt? Dieser komplette Pump. Und wenn wir jetzt eine Ruderübung machen würden oder sogar Latzug, dann würde es irgendwie nochmal so den Pump in der Brust verstärken plus den Rückenkopf. Dann machen wir das. Und dann sehen wir schon fast half an alley aus hier drin. Also ich mache sowieso immer Oberkörper, Unterkörper und... Ach, du machst es schon? Ja. Ich gehe da jetzt auch gar nicht so sehr nach Push-Pull, sondern so, wie ich mich fühle. Daher können wir machen. Jetzt hier nicht gerade das beste Licht in der Region, aber ich habe dort gedacht, wir gehen jetzt diesem Latzug. Weil, also ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, aber hast du nicht das Gefühl, dass dir manchmal das Kabel in die Fresse geht, wenn du runterziehst? Ja, je nachdem wie der Sitz auch ist. Ja. Ja, genau, deswegen mag ich die hier so, weil dann einfach in der Mitte nichts ist. Das ist ein kleines Detail, aber ich find, wenn du jetzt so wirklich richtig schön auf den Latt gehen willst, vielleicht ein bisschen enger. Weißt du ja, Schulterbreite mal 1,5 ist das Kabel, nicht im Gesicht. Okay, dann wird es noch ein bisschen schwerer. Ja, ja. Also bei dir machst du dich jetzt nicht mehr groß warm, oder wie? Nee, wenn ich jetzt so warm bin, dann. Okay. Passt so. Übrigens, ich weiß nicht, du gehst ja nicht auf die Bühne, glaube ich, gell? Genau. Ich weiß nicht, ob es für dich Sinn macht, aber wenn du noch bei der Übung noch die Lower Traps, also der untere Trapez, der hier unten ist, noch besser aktivieren willst, dann kannst du vielleicht mal probieren kurz. Jetzt ist mir gerade aufgefallen. So, bevor du eigentlich so den Zug machst, zuerst noch den hier zu machen. Das heißt, runter mit dem. Schau mal. Siehst du den kurzen, eigentlich so, bevor überhaupt in den Ellenbogen was passiert, geht hier was. Es gibt dir noch so ein ganz kleines Detail im Rücken mehr. Wie ist für dich eigentlich, du trainierst ja überall auf der Welt, sich jedes Mal so bei einem neuen Gym einzugrooven. Ja. Das ist doch manchmal ätzend, oder? Weil es ist immer ein bisschen anders. Jede Maschine, selbst hier haben wir Hammer Strength Maschine, aber die im Gold's Gym, die wird so ein bisschen anders sein, weil die steht da schon 10 Jahre etc. Ja. Stimmt, sogar eine Hammer Strength ist richtig, nicht eine Hammer Strength. Nee, auf gar keinen Fall. Also in Hawaii gibt es ein 24-Hour Fitness, glaube ich, 50 Jahre alt oder so. Ja. Da gibt es noch eine High Row, die fühlt sich komplett anders an. Ja. Sieht auch anders aus. Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, das war in den ersten 2 Jahren harter Struggle. Ich versuche jetzt weniger Anglizismen hier, aber gar nicht zu verwenden. Aber war schon hart. Aber mittlerweile
habe ich mich schon sehr stark auch daran gewöhnt. Und ich weiß, dass es nicht ganz perfekt und optimal ist, weißt du. Aber wiederum habe ich auch so das Gefühl, dass genau deswegen diese Engstirnigkeit ein bisschen gewichen ist und ich auch ein bisschen offener geworden bin für neue Ansätze. Weißt du, ich habe zum Beispiel früher bis zu meinem Wettkampf 16 so langweilig, so science-based und mechanisch trainiert, dass ich schon fast ein bisschen die Lust dann auch verloren habe, was ja nach einem Wettkampf auch üblich ist, dann hast du so ein Burnout. Und als ich dann angefangen habe zu reisen in Südamerika und zum Teil wirklich so diese Dschungel-Gyms, Busch-Gyms, so wirklich so, das war nicht ganz einfach, aber ich habe dann trotzdem irgendwie versucht und mittlerweile habe ich so viele geile kleine neue Details rausgefunden, die mir sogar noch was gebracht haben, dass ich denke, am Schluss gleicht sich es dann vielleicht sogar wieder aus. Aber das Allerschlimmste für mich, Albtraum, kein Squat-Rack oder so eine 15 Kilo Hantelstange, die nicht, weißt du, so, wenn sie dann nicht ganz 20 oder sich verbiegt oder, oder weißt du, wenn du sie so drehst, wenn, schon so, oh, Alter. Oder die Griffe sich so irgendwie mitdrehen und so, Das ist ganz ekelhaft, wenn du halt keine geile Beinbeugermaschine hast. Aber ist halt, ganz ehrlich, Alter, für, dafür, was ich bekomme, zurück, weißt du, diese Erlebnisse, diese Orte, die ich sehe, ist es dann schlussendlich schon wert. Okay, und wie so mit dem Essen? Das ist lustig, das finde ich viel, viel einfacher eigentlich noch. Vor allem, weil ich einfach auch so, ich sehe Essen mittlerweile so simpel an, weißt du, das ist so Kalorien, Macros und... Du machst wie so eine Wissenschaft daraus. Nicht mehr, also ich habe früher auch viel zu krass mich overanalyzed. Ich habe da auch ein Video, das ich jetzt noch bringe auf meinem Channel, wo ich über das ganze Thema rede und das glauben viele jetzt vielleicht gar nicht, aber ich habe sogar die Form, die ich jetzt gerade habe, die habe ich mit intuitivem Essen erreicht. Und ich bin jetzt auch schon seit 2 Jahren intuitiv im Essen. Das heißt, ich habe kein Tracking. Nicht mehr. Okay. Also ich mache manchmal noch so eine Kontrollwoche und schaue, wo es hingeht, weißt du, wie viele Kalorien. Und ich bin wirklich ohne Scheiß immer zu 90-95% genau mit meinen Schätzungen. Aber wenn man das so lange getrackt hat, dann hat man das auch drin. Genau. Ja. Und ich sag dir, ich habe sogar für mich Vorteile gefunden, weil wenn du intuitiv isst, dann hörst du auch wirklich auf dein Hungergefühl. Und du denkst nicht mehr die ganze Zeit ans Essen, du bist auch weniger essensfixiert. Und es gibt dir auch einen extremen Vorteil, weil du dann auch weniger Scheiße frisst. Weißt du, ich habe manchmal so früh, als ich getrackt habe, noch so, nur weil ich noch ein paar Macros offen hatte, noch so ein scheiß Schokoriegel, irgendwas Dummes reingefressen, das mache ich jetzt gar nicht mehr und höre wirklich aber auf meinen Hunger oder ich esse so viel ich will, wenn ich Hunger habe und dann bin ich raus und manchmal vergesse ich es dann auch, weil ich eben in dem Moment gar nicht Hunger habe. Wäre doch blöd, jetzt was zu essen, oder? Genauso wie du dich nicht zum Schlafen zwingst, wenn du nicht müde bist. Und das ist halt, ich empfehle das übrigens auch niemandem hier, der jetzt erst gerade angefangen hat. Am Anfang sollte man definitiv Ernährungsplan vielleicht sogar machen, weißt du, ganz am Anfang, damit man mal überhaupt... Damit sich, man ein Gefühl bekommt einfach, damit man weiß, wie viel ist so eine halbe Packung Quark, wie viel sind 200 Gramm Huhn und so weiter. Ja, dass man überhaupt so ein Bewusstsein hat, oder? Weil das ist ja immer das Problem, gerade, du kennst auch, die Leute kommen, ich kann nicht zunehmen oder ich kann nicht abnehmen. Und dann fragst du, okay, was isst du? Und dann zählen sie auf und dann, ja okay, aber das war jetzt nicht viel, so, das ist mein Frühstück. Kein Wunder, dass du nicht zunimmst. Umgekehrt genauso, du fragst, die sagen, sie können nicht abnehmen. Und dann fragst du, ja okay, was isst du? Und dann, ja ich esse ja nur das und das. Ja okay, aber das hat schon 800 Kalorien, so. Und wenn du das jeden Abend frisst und dann zum Mittag einen Döner und so weiter, dann ist halt so zu viel. Es ist ultra krass, ich habe ja früher auch Leute noch so persönlich gecoacht. Und ich habe dann, ich weiß nicht, ob du schon mal, hast du schon mal gehört von dem Metabolic Damage Scan? Also das heißt Scan, das war ja von Wayne Norton, der hat ja so behauptet, dass es, wenn du lange genug diätest, dein Stoffwechsel irgendwie sich halbiert. Und das hat man ja rausgefunden, dass das stimmt nicht. Also der geht runter, aber nicht halbiert sich. Nicht auf die Hälfte. Genau. Und dann hat man aber rausgefunden, dass die, also der Wayne Norton hat das ja nicht einfach so behauptet, das ist Spaß. Aber was passiert ist, man hat rausgefunden, dass die Frauen, es waren Frauen in der Studie, einfach gewisse Sachen nicht angegeben haben, wahrheitsgetreu, und wenn, als man die dann interviewt hat, haben die das auch nicht zugegeben und auch nicht gewusst, die haben das abgeschrieben. Das heißt, viele Leute, wenn sie auf Diät sind, greifen was im Kühlschrank und so aus einem Defense-Mechanismus, also aus einem Abwehrmechanismus, so verdrängen sie es, Alter. Das ist kein Scheiß, das ist wirklich wahr. Aber das bekomme ich auch ganz oft mit.
Person XY macht eine Wettkampfvorbereitung mit einem Coach. Ja. Und dann, der Coach war voll scheiße. So ein Scheiß. Oh, ich sah kacke aus auf der Bühne. So, ja, haben sich aber drei Tage vorher noch ein Eis reingezogen, etc. Ja, und das hat halt der Coach nicht gesagt. Ja. Wasser gezogen. So. Also du hast nicht mal, du hast 10% Körperfett, da würdest du das Wasser nicht mal sehen. Also immer, generell ist immer dieses Wasser. Das ist immer so. Ja. Oh Mann. So, bist du dran. Eine Sache, die ja immer so ein ganz großes Thema bei den Leuten ist, Subs. Du bist ja jetzt auch viel unterwegs und wenn du jetzt mal so das Supplement Game in anderen Ländern anguckst, was sagst du da dazu? Weil mein Eindruck ist ehrlich gesagt, dass so fortschrittlich und so viel Know-how, wie die Leute bei uns haben, haben die Leute nirgendwo auf der Welt. In Deutschland? Ja. Unglaublich, also kann ich genauso. Also generell Dachregion, ja, Österreich, Schweiz. Also wir haben halt einfach schlechtes Marketing, weil wir halt auch sehr beschnitten sind. Yeah. Von den Health Claims. Genau, von den Health Claims. Das heißt, es sieht vielleicht uneffektiver aus, aber es ist eigentlich viel besser bei uns. Yeah. Viel, viel besser, viel kontrollierter. Vor allem mit der FDA in Amerika, dass du eigentlich zuerst wärst beanstanden musst. Genau, und dass dann wird es verboten. Das ist schon so völlig krank. Und das ist zum Beispiel auch einer der Gründe, ich habe immer so versucht, mal so zu gucken, was geht denn so im Ausland, wenn man jetzt Profi mal international machen will. Also diese ganzen Abfüller, ich hatte da nirgends irgendwie so ein gutes Gefühl, weißt du? Und ich denke, wir sind auf jeden Fall auf einem guten Zweck. Auch wie du vorhin schon gesagt hast, weiß ich, was du im Video gesagt hast, aber wir haben ja auch Aufklärung, die bei uns stattfindet. Das heißt, bei uns gibt es einfach niemand mehr, der sich Beef-Protein kauft. Richtig. Also, wenn man sich jetzt mal in Amerika anguckt, bodybuilding.com, Muscular Development, das ganze Zeug da, die promoten ja noch so denselben Scheiß wie vor 10, 15 Jahren. Da hat sich ja so nichts geändert. Und würde jetzt irgendwie in Deutschland auf einmal Team Andro oder Rap One sagen, hier, dieses Wunderkreatin bringt dir 20% mehr Muskeln, die würden ja direkt ultra den Shitstorm ernten. Ja, aber weißt du, ich bin ganz ehrlich, Alter, ich gucke halt zurück, ich weiß halt noch, wie es war und es war halt alles auch bei den Shops dort drin. Also Tribulus, ich habe selbst noch im anderen Shop damals Tribulus bestellt, Mann. Kannst du dich noch deine ultra Supplement-Fehlgriffe erinnern? Also ich habe Glutamin genommen und zwar in hohen Dosen, also 30 bis 40 Gramm täglich. Okay. Und als es dann irgendwann so wirklich raus war, dass es wirklich nichts ist, irgendwann hat sie sogar noch Mick aus dem Shop genommen, weil ich glaube, dann war dann wirklich Schluss. Das war hart. Glutamin, was halt auch finanziell auch sehr teuer war. Ich habe dann auch immer noch versucht, gutes Glutamin zu kriegen. Tribulus habe ich zweimal bestellt. Wo ich aber immer noch der Meinung bin damals, wenn ich jetzt so zurückdenke, ich hab damals schon ein bisschen, also Placebo vielleicht, aber ich war ein bisschen mehr horny, habe ich so das Gefühl gehabt. Von Tribulus? Ja. Okay. Also, es war nicht nur Tribulus, es war irgendwie so alles, so Maca, Tribulus, so alles. Diese Testo-Booster. Ja, genau. Ja. Ich glaube, ich habe auch mal unterdosiertes Carnitin für irgendwie 35 Euro im anderen Shop bestellt. Okay. Also, so ganz unterdosiertes. Du warst ja früher schon ein krasser Andro-Anhänger, oder? Ich hatte einen Thread dort. Ja, genau. Ich hatte einen Thread dort. Und. Also, Ich weiß ja nicht, ob du das weißt, aber ich habe ja den Thread, glaube ich, also der war, glaube ich, einer der meistgeklickten Threads dort. Ich meine, wir hatten mal so einen Artikel von dir, wo wir Screenshots hatten von deinem Thread, wo du so deine Fortschritte dokumentiert hast. Das müsste auch bei uns noch online sein. Kann ich dir auch sagen, wurde damals auch sehr, also es wird immer sehr, sehr stark geklickt, wenn wir das auch mal wieder posten. Da hattest du 20 Kilo weniger. Ja, nicht 20. Ja, aber nie im Leben. Keine Ahnung. Ich war nicht mal 5. Ich war seit ich mich hochgefressen habe auf 102 Kilo. Ja. Also das Maximum, was ich jemals drauf hatte, waren 107. Okay. Und dann wurde ich. Also du warst halt noch wesentlich. Ja, es sah dünner, anders aus. Ja. Und keine Haare. Keine Haare. Und, ja. Ja, der Thread, der wurde dann irgendwann, als ich glaube ich angefangen habe mit YouTube, wurde der plötzlich geschlossen zuerst. Und dann habe ich irgendwie mal einen Facebook-Beitrag gemacht und mich sofort beschwert, so enttäuscht.
Und dann hat man ihn sogar gelöscht. Okay. Und das war dann auch in der Zeit, wo ich dann halt auch so ein bisschen rebellisch war, weißt du, yeah. Wo ich gemeint habe, ich muss jetzt den Robin Hood spielen, so habe ich da so gesagt, ja, dann zeigt mal die Deutschen das Made in Germany, beweist yeah. uns das doch mal, weil ich finde immer nur Ostblock, ich lande immer nur im Ostblock am Schluss. Yeah. Und dann wurden wir einmal sogar noch, haben wir noch mal einen Anruf bekommen, als wir schon ein Profil gegründet haben, da so, dass wir uns die Beine abgeschnitten werden oder sowas, okay. oder die Hände und wir nicht mehr Porsche fahren können. Yeah. Also wir wurden da auch, und da habe ich auch realisiert, erstens mal, wir sind, nicht, ich sage nicht zu weit gegangen, aber es war eigentlich ist der Konsument am Schlunde. Mm. Am Ende ist immer der Konsument verantwortlich, was kauft er sich, weißt yeah. du? Ich finde immer noch, logisch, du kannst immer sagen, so ja, du kannst dich jetzt da einsetzen, wie zum Beispiel der Christian, finde ich natürlich cool, auch wenn da natürlich auch ein bisschen Self-Promotion dabei ist immer. Aber schlussendlich, Alter, wenn der Konsument, das nicht, weißt du, der Konsument will sie ja manchmal auch glauben, weißt du? Es gibt ja Leute, die sagen zum Beispiel immer noch, Fall. Ich kenne zum Beispiel einen Kollegen in den Staaten, also einer von meinen besten Homies, der Justin, der nimmt immer noch Glutamin. Mhm. Und ich habe ihm aber gesagt, Alter, du verschwendest dein Geld. Er so, yeah. scheiß drauf, ich will es trotzdem nehmen. Yeah. Also das habe ich auch so in meinem Bekanntenkreis mit BCAAs nehme ich immer noch, weil Mädels, die tragen diesen Sport, so ein Korsett. Und dann sage ich aber, warum? Du weißt, es gibt keine lokale Fettverbrennung. Ja, egal, ich fühle mich dann gut. Ja. Also, Alter, schau mal, ich habe auch einen Porsche gekauft, als ich das Geld damals hatte, statt diesen VW Touareg, glaube ich. Yeah. Und das ist ja eigentlich dasselbe Auto, weißt du? Ich habe einfach doppelt so viel. Porsche ist schon. Ja, aber eben, genau, weil es eben Porsche ist. Aber ich bin auch so, Ich glaube die Story, dass Porsche, dass man für Porsche doppelt so viel zahlt. Ich habe die Story geschluckt. Yeah. Oder? Und dann kann doch nicht VW kommen oder irgendein Typ kommen und sagen, Porsche zieht die Leute ab. Nein, Mann, Porsche hat es einfach geschafft. Nein. Über Jahre hinweg. War es das wert, genau. das Geld auszugeben? So genau. Wie bei einem iPhone, wie. iPhone, bestes Beispiel, Mann. Keine Ahnung, ich fahre auch einen Mercedes so, warum fahre ich keinen Lupo oder Polo oder so? Bringt dich auch von A nach B. Richtig, so. Aber es ist mir eben das wert, ja. Ja. Ja, auf jeden Fall. Nee, also Supplements, wir sind auf einem guten Weg. Ja, auf jeden Fall. Auf einem guten Weg. Richtig stark. Man muss aber auch noch dazu sagen, wir sind ja immer so in diesem Core-Bereich unterwegs. Wenn du jetzt halt mal so mehr in den Mainstream gehst, da ist halt immer noch so, wie heißt denn das, Almased und so weiter, sind dann Topseller. Ja, da kaufen die Leute schon noch viel Scheiße. Das ist halt hart, ich habe dieses Auge gar nicht mehr, weißt du, ich bin halt komplett weg aus dem Bereich und ich sehe da gar nicht, was geht. Aber also Mainstream ist halt ein hartes Biest, oder? Da hast du halt nochmal Kundschaft, die du abgrast. Aber ja, das ist dann, wenn man das machen will, weißt du, ich sehe halt da so diesen Purpose da nicht für mich. So, für was mache ich denn das, weißt du? Für was verkaufe ich? Also, jetzt zum Beispiel auch bei ProFew, das war damals halt einfach wirklich so für mich der First Step, also der erste Schritt so zu diesem Plant-Based Movement, oder? Das war für mich schon immer so wichtig, dass man das einfach vor allem im Supplement-Bereich zuerst mal anfängt. Also wenn man jetzt bei Fleisch kann man ja wirklich noch sagen, ich gehe zum Metzger, ich hole mir das gute Zeug, oder? Aber bei Supplements hast du halt kein Bio-Waste, es gibt es halt einfach nicht. Und da finde ich halt so, da. Ja, doch, mittlerweile schon, aber man muss immer. Weil da gab es auch extrem viele Scans. Das Ding ist immer mit diesem juristischen Bio und was Menschen als Bio ansehen, das sind zwei Paar Schuhe. Beispielsweise, wenn wir jetzt so Eier nehmen, Bio ist es, wenn auf einem Quadratmeter, keine Ahnung, 10 Hühner sind. Ja? Ja. Nicht Bio ist, wenn es 11 sind. Ja. So. Was völlig. Ist jetzt für dich so der Unterschied? Ja? Juristisch gesehen ist das erste Beispiel Bio. Ja? Ja. Aber für dich so vom Feeling her ist es nicht wirklich Bio. Ja? Und das ist halt so, was diese ganzen Siegel immer angeht, das ist immer juristisch so, aber nicht von unserem Feeling und nicht wie wir uns das wünschen. Das war auch der Grund, das war 2013, kann mich gut erinnern, da bin ich, hab einen Einkauf 3 Stunden gedauert, weil ich bin in die Metzgerei, dann bin ich zum Bauern Eier holen gegangen und irgendwann habe ich dann mal die Zeit nicht gehabt und dann stand dann so im Supermarkt irgendwas drauf und ich so, ist es wirklich, weißt du? Yeah. Und dann habe ich angefangen so zu zweifeln und dann habe ich noch so Sachen gelesen und dann habe ich dann 2014 gesagt, so jetzt teste ich es mal aus. Und ja, Mann, das ist halt der Grund, wie soll ich habe halt so das Gefühl, ich habe so eine Brieftasche mit meinem Geld drin und ich stelle mir dann manchmal so vor, wie so der Typ,
in so einer Massentierhaltungsfabrik sich so am Ende des Jahres überlegt, so, er guckt so den Jahresabrechnungsplan an und sagt so, okay, jetzt müssen wir irgendwie für nächstes Jahr den Gewinn erhöhen. Mhm. Wie kriegen wir noch mehr Kühe zusammen? Wie können wir noch effektiver diese Tiere killen und noch mehr Gewinn, profitabel? Und dann denke ich dann so, Alter, diesem Wichser, sorry, dass ich so sagen muss, den will ich einfach keinen Cent in den Arsch drücken, weißt du? Und da habe ich dann einfach so für mich so entschieden, so, fuck it. Let's do this thing also mach's einfach komplett pflanzlich, aber du hast ja immer noch die Wahl beim Essen und bei Supplements ist es wirklich noch viel schwerer. Ja, da hat man nicht so eine große Auswahl. Und ausgelacht wurden wir damals die ersten zwei Jahre für alle, für Reisprotein und Erbsen, das weiß ich noch, und jetzt hat aber jeder im Sortiment plötzlich so. Jeder hat es im Sortiment. Einfach um Geld zu drucken. Und da finde ich eben, da ist der Unterschied zwischen, du machst Supplements, wie zum Beispiel jetzt auch der Christian Wolf, weil du wirklich so was verändern willst. Idealismus auch. Genau, Idealismus. Ja. Oder du machst es einfach, um dem Pöbel, sag ich mal, die Musterproben in die Hände zu werfen. Ja. Weißt du? Ich hatte so vor kurzem, hat mich meine Freundin mal gefragt, irgendwie, ja, du kennst doch die ganzen Chefs so von den Supplement-Firmen. Ja. Meinte ich so, ja, mittlerweile habe ich so jeden mal gesehen. Ich weiß eigentlich überall so, wer da der Kopf ist. Und dann hat sie mich so gefragt, ja, was sind das so für Typen? Und dann meinte ich so, 90% von denen haben nichts mit dem Sport zu tun. Ja. Ja. Und das ist eigentlich dann schon krass. Ja. Und deswegen sage ich auch selber immer, überlegt euch immer, von wem kauft ihr die Produkte, weil mit jedem Euro, den ihr ausgeht, supportet ihr jemand. Genau. Ja? Wenn ihr jetzt, keine Ahnung, diesen Stringer kauft, supportet ihr uns. Wenn man deinen Stringer kauft, supportet man dich. Kauft man den Stringer von, keine Ahnung, Gymshark, dann wird man mittlerweile britische Großaktionäre oder irgendwelche Fonds unterstützen. Ja, ist eigentlich schon krass, gell? Ja, also, kein Diss jetzt so an Gymshark, aber das hat jetzt nichts mehr mit diesem Typen zu tun, der das mal gegründet hat. Ja, also einer ist raus. Der eine ist, glaube ich, immer noch operativ. Ja, der eine ist raus. Ja, ich sehe es auch so. Du weißt, was ich meine. Ja, das war ja auch bei der Hut Group so, oder? Die haben ja auch gekauft. Yeah. Und da übrigens, das war auch da, wo ich abgehauen bin von MyProtein. Mm. Weil ich plötzlich keine Antwort mehr bekommen habe auf meine kritischen Fragen damals. So, hey, wo kommt dieses Whey eigentlich her? So, weißt Wobei du? Mittlerweile sind die da sehr... Müssen sie wieder, ja? Ja, die gehen da schon sehr nach vorne. Ein Thema, worüber Bodybuilder ja nicht so häufig reden, was aber schon ein Thema ist, das alle beschäftigt, ist so Körperbehaarung. Ja. Ich sehe, du bist ja jetzt auch nicht so ultra der Bär. Gehst du zum Brazilian Waxing oder gehst du immer mit dem Shaver ran oder hast du das Glück, dass bei dir einfach nicht so ein Bärenfell am Start ist? Ja, also ich habe schon Glück, glaube ich. Ich bin ja auch blond. Ja. Wobei ich eigentlich, hier habe ich schwarze Haare, komischerweise, ich bin eigentlich blond, mehr oder weniger. Aber ich habe doch relativ wenig Behaarung, glaube ich. Also wenn ich zum Beispiel den Brozep sehe, das ist krass, oder, bei dem. Der muss wirklich rasieren am Rücken auch. Ja, aber und er ist auch ein Kenneck, ja. Der, ja, er ist ein Kenneck, der muss. Nee, aber ist lustig, weil mein Vater, der hat, also so, ich glaube, als ich so ganz ein Baby war, hat er angefangen, so mit 30 Jahren so ein paar vereinzelte Haare zu kriegen. Die kriege ich jetzt auch langsam. Also meine Freundin zupft mir manchmal ein paar Haare vom Nacken. Ja. Hier, aber das ist ja noch human. Genau, hier rasiere ich nur mit der Schneidemaschine, Panasonic. Hier eigentlich auch meistens, außer ich habe einen Shoot, dann gehe ich nass rüber. Ja. Und Arme rasiere ich auch nass meistens. Beine eben hasse ich nass rasieren, mache ich nur für den Wettkampf. Also ich bin eigentlich gesegnet, aber also mit dem Haaren, denke ich mal so. Ja. Auch hier, ich meine, ich habe ja früher immer die... Ja, warum hattest du eigentlich immer eine Glatze? Hast du das Hippie-Video nicht gesehen? Nein. Ah, das musst du dir noch reinziehen. Also wenn es dich interessiert, das habe ich ein Jahr lang für mich behalten, die Story. Und ich habe ja, das kann ich jetzt kurz erwähnen, aber könnt euch das volle Video reinziehen auf meinem Channel. Ich habe in Costa Rica, als ich da diese 3 Monate einfach mal gereist bin, habe ich Mushrooms genommen, also psychedelische Mushrooms. Yeah. Und also wirklich die Experience, ich habe sie genau beschrieben in meinem Video, das war so hart, das hat mein Ego einfach gekillt. Also ich hatte diesen Ego-Death, also ich habe dir das was sagt, aber ich war wirklich weg. Also ich hatte das noch nicht. Nicht, aber du weißt, was ich rede, eben. Und da habe ich einfach für mich, ich habe einfach mich selbst gesehen, wie ich war dieser 15, 14-jährige Typ, der immer selbst ein Problem mit sich selbst hatte, wegen seinen Haaren und so. Ja. Und irgendwie so das Gefühl hatte, wenn ich jetzt die Haare rasiere, dann sehe ich tougher aus. Ja. Dann bin ich krasser, weißt du, dann werde ich weniger respektiert und so.
Und das war eigentlich so der Grund. Natürlich, es war auch praktisch dann. Ich habe auch wirklich oft gesagt, so wie ich damals gesagt habe, ich werde nie vegan, habe ich auch immer gesagt, ich werde mir nie wieder Haare wachsen lassen. Und ich weiß nicht wieso, aber ab diesem Moment, also ab diesem Tag, wo das passiert ist, wo ich dann, habe ich irgendwie so unterbewusst einfach die Haare nicht mehr schneiden wollen. Ich habe irgendwie so das Gefühl, also das bin nicht mehr ich. Okay. Ich kriege gerade Gänsehaut, wenn ich es dir erzähle, Mann. Weil es mich wirklich so ganz, ganz hart gefickt hat. Und jetzt habe ich dann wieder Haare bekommen. Und jetzt momentan lasse ich sie auch noch sehr lange wachsen, weil ich in 6 Wochen an den Burning Man gehe. Okay. Kennst du das? Das ist so ein Wettkampf, oder? Nee, Burning Man, Alter. Du kennst es. Das ist in Nevada. Das ist 10 Tage, ich gehe aber nur 5, sonst würde ich es, glaube ich, nicht aushalten. Da hast du, das ist das größte Festival der Welt, also so in der Wüste, so ein Riesending. Ach, ja, ja, ja. Und die Leute haben, es gibt kein Geld, es gibt, du kommst dorthin, ich werde zum Beispiel Personal Trainer und Leute einfach mit meiner Art motivieren. Ich werde vielleicht noch einen Weed Pen dabei haben, um den Leuten so ein bisschen gute Stimmung zu geben. Okay. Aber jeder gibt dort von sich aus, was er, so wie in der Community, so wie früher. Ja. Und da gibt es krass, die krassesten DJs kommen for free. Du kannst dort Brad Pitt und die ganzen Celebrities sind dort in einem Camp und die haben auch, denen alles scheißegal. Die sind einfach dort, 5 Tage, 10 Tage bist du einfach du selbst. Du findest raus, wer du selbst bist. Ja. Du gehst mit deinem Flow. Und dort gehe ich jetzt eben hin und da will ich dann so den Thor, du verkleidest dich auch so ein bisschen. Ja. Und alles sind so Mad Max mäßig so ein bisschen am Start. Ja, Donnerkuppel gibt's auch. Und ich habe einfach gedacht, ich muss den Thor machen so. Also mache ich jetzt so einen Man-Bun, aber dann will ich eigentlich wieder ein bisschen kürzer, weil es schon zu lange jetzt. Okay, ist auf jeden Fall krass. Ich habe da irgendwie eine Doku drüber gesehen. Ja? Ja, aber... Ja, es ist schon krass. Ist sehr interessant, du kannst alles haben dort. Also, was du willst, kriegst du dort, sagt man so. Weil es einfach jeden Mensch dorthin verschlägt, der sich selbst neu kennenlernen will. Okay. Ja. Ich wollte schon seit 3 Jahren gehen, aber ich hab immer den Schwanz eingezogen, weil du hast da halt keine Protein-Shakes, also du kannst dich schon mitnehmen, aber du musst dann halt... Ja, musst ja auch nicht immer Eiweiß, Muskeln, Scheiß drauf, Training, Mann. Ja, also 5 Tage. Ja, scheiß einfach du gehst drauf. Ja dann so fresh zurück und so motiviert und mit neuen Erkenntnissen. Ja, und daher, man gewinnt da mehr, als dass du an Gains verlierst. Auf jeden Fall. So. Ja, das ist sowieso, also ein Step zurück, 2 Steps nach vorne, genau. Das merke ich immer in diesen Phasen, weißt du? Genau in den Phasen so. Machen wir auch noch ein paar Reps hier. Genau. Was ist denn so deine Motivation gewesen oder ist sie, hat sie sich verändert mit Garnikus, also was hast du damals so für eine Vision gehabt? Hat sich das so herausgestellt? Hat sich das komplett in eine andere Richtung entwickelt? Und wo willst du noch hin mit dem Ding? Also meine Vision war eigentlich so ein geiles Fitness- und Bodybuilding-Online-Magazin zu machen, das so real ist. Nicht jetzt, ich will da jetzt gar nicht irgendwie andere runterziehen, aber nicht so wie Bodybuilding.com oder wie die Flex, sondern einfach real. Keinen Quatsch erzählen, sich nicht verstellen. Ich muss auch sagen, ich bin nicht gut, wenn ich mich so verstellen muss. Ja? Ich hatte vor Garnikus ein IT-Startup, da haben wir so Unternehmen beraten. Das war so ultra trocken und ich war da voll scheiße drin. Ja, hast du eine Maske auf immer. Genau, ich hätte da zwar so gutes Geld verdienen können, aber das war nicht so meins. Und bei Garnikus wollte ich es eben so sehr authentisch machen. Ja. Mir war schon klar, dass es dann auch sehr schwierig wird. Aber das war so mein Ziel und natürlich gab es so ein paar Dinge, die hat man sich so anders vorgestellt. Man ist ja auch immer so ein bisschen naiv am Anfang. Ja, klar. Muss man. Ja, wenn man schon wüsste, was dich erwartet, würdest du glaube ich nie machen. Auch so generell in der Industrie, diese ganzen Verbindungen, die da untereinander stehen und der nicht mit dem und der macht das nicht und da ist wieder irgendwas. Das weiß man ja am Anfang alles nicht. Aber so im Großen und Ganzen hat sich das alles schon so entwickelt, wie man sich das gewünscht hat. Und man hat ja auch so sehr viel selber in der Hand. Ja, ja. Aber so was ganz Schlimmes, so eine Drohung hast du noch nie bekommen oder sowas? Irgendwie so, oder irgendwas, was dich so komplett aus der Bahn mal geworfen hat? Nein, aber also ich bin jetzt auch kein Fan davon, so irgendwie da immer so macho-mäßig auf die Kacke zu hauen, aber ja, wenn man so ein bisschen bei mir recherchiert, dann weiß man auch so, mit was für Leuten ich gut bin und dann
kann man drohen. Muss halt auch mit dem Echo Man muss halt immer auch mit einem Echo rechnen. Ja, ja. Klar, man hatte schon, habe ich dir ja vorhin gesagt, also seitdem es Garnicus gibt, hat man eigentlich schon jedes Jahr fünfstellige Summen für Rechtsstreitigkeiten ausgegeben. Krass. Aber auch das gehört dann so dazu. Ja, gehört auch dazu, gell? Ja, das ist halt so, ja. Also, du spazierst nirgendwo einfach nach oben und alle klatschen und finden es geil. Ja, also, das war bei euch nicht so. Ja, das war früher nicht so, ist jetzt nicht so. Das ist bei niemandem so. Man hat ja, es gibt halt immer Leute, die neidisch sind und dann einem Steine in den Weg legen. Ja. Man kann dann entweder die Steine zur Seite werfen oder man nimmt die Steine und wirft sie auf diese Leute drauf. Ja, und ja. Ja, seht Leute, also nicht nur bei uns, sondern auch bei Marcel ist es immer so, Mann. Du musst halt einfach, wir haben heute einen Vlog begonnen, oder? Du kannst halt dich immer wieder abfacken lassen und dann dich zu krass auf das so fokussieren, was wird denn jetzt passieren? Oder du kannst einfach jeden Tag starten und jeden Tag das Beste draus machen. Man und dann im Long Run, oder? Muss auch so sagen, wenn du Mitarbeiter hast, da musst du ja so in Menschen auch investieren, ja? Gerade bei dem, was wir machen, auch so ein Stück weit Mentoring. Das wirst du jetzt wahrscheinlich mit deinem Kameramann auch haben, weil du bist so bulletproof, dich jucken so Kommentare nicht mehr, aber er sagt so, oh, guck mal, warum machen die das, warum beschimpfen die mich hier und so weiter, ja? So, daher, man steckt schon auch so viel Energie in Menschen und manchmal ist auch so, dass ein Mitarbeiter dann einen abfuckt oder der nicht so performt, wie man das will und sich so entwickelt, das sind halt alles so Sachen, die gehören dazu, aber man muss halt so verstehen, das ist normal, also nirgendwo geht's einfach so nach oben. Auch wenn das so aussieht. Ja, ja, von außen sieht es immer so easy aus. Aber es ist, ich sage immer, ich habe ja mal einen TED-Talk gemacht, da war meine Analogie, war so die Hypertrophie mit dem Erfolg. Kennst du da dieses How people think success is? Genau. How it actually is? Und so ist es eigentlich auch mit dem Hypertrophie-Erfolg, oder? Du gehst immer wieder, du brichst dich zusammen, dann gehst du wieder hoch und brichst dich wieder zusammen, dann gehst du wieder hoch. Ja. So läuft es eigentlich überall, Mann. Yes. Richtig. Have Nadi Light detected. Ja, ich bin nochmal, glaube ich, ein bisschen leaner geworden jetzt. Was denkst du? Geht klar? Stabil, oder? Stabil, auf jeden Fall. Ja, ich bin wirklich zufrieden, Mann. Ich habe einen Dexa-Scan zurückgekriegt in Amerika und ich habe nochmal. Jetzt kannst du mal hier FFMI und so weiter. Aber wir hatten auch einen Artikel, glaube ich, dass du den FFMI überschritten hast. Ich habe es schon gut. Aber ich muss gestehen, ich habe den selber noch gar nicht gelesen. Ja, nee, es ist eigentlich nicht wirklich ein FFMI überstiegen, aber eigentlich schon, aber ich habe, glaube ich, auch nicht zum gleichen Zeitpunkt gemessen ganz. Aber das Eigentliche, was ich eigentlich sagen will, ist, dass ich nochmal 2 Kilo aufgebaut habe, laut diesem Ding. Und selbst wenn es nur ein Kilo gewesen wäre, wenn wir jetzt einfach sagen, 1 Kilo war nur Wasser oder was auch immer, oder Fehlmessung. Es ist so krass, Alter, Mann. Ein Jahr vergeht, ich reise, ich habe 300 Reisetage auf dem Konto, 50 verschiedene Gyms, pflanzliche Ernährung, gell? Vegan funktioniert nicht, oder? Und trotzdem ist nochmal was draufgegangen, Alter. Ja. Das ist immer, und das finde ich immer so schade, weißt du, das ist ja auch der Grund, wieso ich... Mir ist doch scheißegal, wer mir was glaubt, oder? Yeah. Aber was mich immer abfuckt, ist, dass die Leute, die es nicht glauben wollen, limitieren sich selbst. Und dann gibt es auch die Jungs, die es dann vielleicht nicht ganz sicher sind und dann auch in Ehe so zu den DNA, ich werde es nie schaffen. Also und logisch, ich würde auch nie sagen, jeder wird so aussehen wie ich, weil eben so Paul Unterleitner zum Beispiel, der ist jetzt 18, also der hat fast den gleichen Ärmel wie ich. Und das ist halt fucking Genetics, weißt du? Da ist halt Genetics. Aber trotzdem, dieses Gerücht, so genetisches Limit nach 5 Jahren oder nach 3 Jahren, Alter,
für ein Rotz, Mann! Du hast ja so auch kein Limit, was das Lernen angeht. Ja. Ja, nach 5 Jahren hast du ja ein ganz anderes Know-how, ganz anderes Muskelgefühl etc. Ja. Daher ist, dass es langsamer geht, keine Frage. Ja. Ja, aber dass man aufhört, Geld zu machen, glaube ich nicht. Ja. Es sei denn, du bist dann 85 oder so. Ja, ja. Das macht es ein, aber ja, und eben auch, dass es die Outliers gibt, Genetic Outliers. Ich meine, ich habe auch mit Simeon trainiert und auch da werden jetzt wieder einige lachen, aber Alter, ich glaube es ihm irgendwie. Ich glaube es ihm einfach irgendwie, Mann. Weil live, wenn ich ihn live sehe, er wäre einfach verdammt kranker Lügner und Heuchler. Und er sieht nicht so viel. Also, aber er ist schon krass. Ja, also ich saß ja auch neben ihm, habe mit ihm gequatscht. Aber ich meine, er hat Risse an den Unterarmen und so. Also. Er hat auch schon, also aber ganz klar, er hat eine kranke Genetik, ja, und alleine, also Montag ist er in Dubai, am Donnerstag in London, am Samstag in L.A. und allein, du weißt selber, wenn man so krass unterwegs ist wie der, ist es schon sehr schwer, so auszusehen, mit Roids oder ohne. Ja. Und er hat so eine Ausnahmegenetik, das ist so gar keine Frage. Ja, aber seine Taille ist noch dünner als meine. Ja, also die Proportion, das ist schon alles so, wie man es sich so selber wünschen würde. Ja, aber schau mal, das ist ja so, die Leute können sich das nicht vorstellen, so jetzt beim Simeon, das ist so, dass es gibt. Aber es gibt ja auch Leute, die haben einen IQ von 200. Ja. Es gibt nicht viele, aber es gibt sie. Und da gibt es aber Leute, die haben IQ von 80. Also, das ist ja auch, weißt du, das ist ja auch eine Range. Ich muss jetzt mal an meine deutschen Jungs so Worte richten. Wir sind jetzt hier im Wedding, hier ist so sehr, sehr bunt. Ja? Und ich kann euch sagen, hier hat so schwarze Kollegen von mir, die wissen echt gar nicht, was sie so machen. Ja? Aber ey, dagegen siehst du aus wie ein 14-jähriger Junge, der so zu Hause ein bisschen Sit-Ups und Bizeps gehört. Scheiße, Mann. Ja? Das ist halt schon auch, so ein bisschen Gott gegeben, aber nichtsdestotrotz bei Simeon, ich tue mich sehr, sehr schwer, das zu glauben. Ja, ja, ja. Er ist einfach unfassbar krass, sieht er aus. Ja. Unfassbar gut auch. Ja. Unfassbar gut. Ja, ich denke, es ist halt so, wir haben jetzt diese Generation, die kommt, die Science-Based trainiert, die weiß, was sie tut. Es werden auch immer mehr Leute ins Gym kommen. Dadurch haben wir auch mehr Selektion, die reinfließt. Und ich denke, dass viele Leute, die jetzt noch zweifeln, ich habe zum Beispiel vom World Fitness Day von ein paar Kritikern, die mich früher hart kritisiert haben, zum Beispiel der Onkel Bob, habe ich auch jetzt gehört, der ist mittlerweile auch safe, weißt du? Aber ich denke, jeder wird irgendwann so diesen Kollegen haben oder den Sohn, seinen eigenen Sohn oder den Sohn eines Kollegen, wo man so weiß, hey, das ist mein Sohn, der würde nie was nehmen, weißt du so? Und wenn denn der plötzlich explodiert, weißt du, dann siehst du es dann mal selbst bei den Leuten, die du kennst, weil es wird in den nächsten 20 Jahren Leute geben, die krasser aussehen als ich weiß es. Also man muss, weißt du? Ich muss auch mal eins sagen an die Jungs, die oft so sehr stark haten, das sind dann auch Jungs, ich sehe die immer hier und dann sehen sie mich mal mit dir oder mit Brosip und so weiter und dann, ja, glaubst du, der ist wirklich natural und feuern so los. Und dann muss ich sagen, also ob er es ist oder nicht, kannst du nie wissen. Aber so vom Trainings-Know-how und was Ernährung etc. angeht, da ist er halt schon Welten über dir. Und auch wie jemand trainiert. Ja? Ja. Also bei ganz vielen, die machen halt so die Arbeit nicht richtig, die machen die Basics nicht richtig. Und dann ist halt jemand, der die Basics richtig macht und das vor allem auch schon lange. Und noch die Genetiker. Und dann noch eine gute Genetiker. Und noch Profuse Supplements. Und noch ein Gannicus Bizeps. Nein, aber das ist halt so. Das ist halt. Ja. Wenn einer wirklich so nah an den 100% ist und du nur mit 60, dann vergleich dich nicht mit dem. Ja? Also, das ist so wie bei der Arbeit, ja, wie beim Geldverdienen. Wenn jemand halt 6 Tage die Woche 12 Stunden arbeitet und dann jeden Monat irgendwie 5-6 netto verdient, dann hatet den nicht, weil du bis am Freitag um 13 Uhr hängst du den Hammer an die Wand. Genau. Ja? Oder ich würde auch nicht sagen, Richard Branson, der Wichser, der hat 20 Unternehmen, ist Multimilliardär, der hat eine eigene Insel, oder? Ja, aber oder? So, ist der halt, kennt halt jeden Tag nur 4 Stunden oder der so. Der Typ ist halt in den letzten 50 Jahren, Mann, hat er halt alles gemacht, was es ging, oder? Also, da muss ich oft sagen, viele beschweren sich meiner Meinung nach zu Unrecht, weil Einsatz und Ertrag stimmt bei ihm nicht. Ja? Und der Einsatz ist halt nicht nur beim Essen und beim Training, sondern auch
das Know-how. Und man muss halt auch eine Sache sagen, den geilen Bodybuilder, den zeichnet nicht das Training aus, weil alle hier trainieren. Ich sehe immer dieselben Leute, wenn ich hier bin, zur selben Uhr. Ich sehe immer dieselben. Alle kommen zum Training. Ja. Aber wer geht danach noch einkaufen? Wer kocht vor? Ja. Weißt du, wer plant alles? Ja, ja. Das macht oftmals den Unterschied. Ja, oder wer trainiert hat auch smart, weißt du? Ich finde zum Beispiel so krass, das sind so meine paar Lügen, die ich immer so versuche zu basteln. So. Wenn du jedes Mal ans Muskelversagen trainierst, in jedem Training, dann trainierst du ganz effektiv gesehen, jetzt ohne Scheiß, nicht hart, weil du eigentlich nicht stärker wirst langfristig. Das heißt, du denkst zwar, deine Perceived, also das, was du fühlst, du denkst, dass du trainierst hart, aber per se trainiert ein Bro-Sap, der sich nie ans Muskelversagen bewegt, aber jetzt mit 180 Kilo 10 Reps Squats raushaut, mit der besten Form, einfach härter. Und genau dasselbe gilt für eine Diät. Jemand, der sagt, er macht eine harte Diät, Low Carb, und dann auf dem Bro-Sap zeigt, weil er Eiscreme isst, und sagt, er diätet nicht hart genug, aber der Low Carb-Typ schafft es nicht mal auf 10% Körperfett, geht auf die Bühne und sagt, er ist mit Wasser zugelaufen, der ist halt nicht so shredded wie der Bro-Sap mit 5%. Das heißt, der Bro-Sap ist auch härter, er macht es auch härter, weißt du, und das sind so die Sachen, die mich immer nerven, dass die Leute da nicht differenzieren können. So, da musst du halt wirklich einfach mal ehrlich sein, Mann, und eben, du hast es genau gesagt, Unternehmertum, Mann, es gibt Leute, eben jetzt, die verdienen 10-mal mehr als ich, 20-mal mehr als ich, und ich weiß auch wieso, weißt du, weil die sind halt nicht nonstop an den geilsten Orten der Welt und checken sich selber ab, und dann muss ich da, wenn ich in 30 Jahren nicht 20 Mille auf dem Konto habe, muss ich mich dann auch nicht beklagen und sagen, oh, scheiße, Mann. Wieso nicht ich, weißt du? So sehe ich es halt. Man zahlt halt immer einen Preis. Also ich kann jetzt auch mal so ehrlich sagen, ich habe die letzten 4 Jahre nie 8 Stunden am Tag gepennt. Ich schlafe nur 5-6 Stunden. So. Aber deswegen ist halt Garnicus auch da, wo es jetzt ist. Ja. Und du musst halt dann irgendwo, du kannst nicht alles machen. Ja. Da muss man dann differenzieren. Und so ist halt auch beim Training. Man kann halt nicht irgendwie Party machen, Eis essen, also man kann schon, wenn es in die Makros passt, aber du weißt, was ich meine. Man kann nicht alles machen, man muss dann sich auch mal für einen Weg entscheiden. Und oftmals ist halt so, viele Leute, die gehen so diesen einen Weg nicht so richtig leidenschaftlich, sondern die machen das so ein bisschen und mit bisschen passiert immer nichts. Bisschen ist immer scheiße, bisschen scheiße. Ich gehe auch schief, weißt du, ich habe das gestern mit dem Master besprochen, nachher zeige ich dir noch das Seitheben. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel keinen Skilehrer habe, dann werde ich doch nie richtig Skifahren können. Also wie lange müsste ich denn jetzt auf die Piste und auf die Fresse fliegen, bis ich mal... Aber beim Training ist es irgendwie voll anders. Die Leute haben so das Gefühl, sie können einfach ins Gym und sie können trainieren. Ja. Das ist auch so krass. Das würde ich mir doch nie anmaßen. Und deswegen auch hier investieren, mindestens in einen Online-Kurs, allermindestens. Und auch noch dann, ganz ehrlich, ein Personal Training schadet auch nicht. Weil ich habe jetzt zum Beispiel wieder 20 Leute trainiert, letzte Woche mal wieder, war schon ein bisschen eingerostet nach 2 Jahren Abstinenz und habe trotzdem innerhalb von kürzester Zeit eine Person von so einer Kniebeuge auf wirklich so eine Kniebeuge gekriegt, weißt du, so mit den Bewegungsideen, den diesen kleinen Tweaks, einfach zu gucken, und das ist dann halt einfach eben so, Fitness hat einfach so diesen Approach, mach einfach mal, oder? Drück mal weg und das funktioniert. Unangenehm von diesen 12, 13 Jahren Training zu sprechen, weil ich die ersten Jahre, ich bin halt einfach hin und hab gemacht und hab die Flex gelesen, so. Ja. Aber wäre ich zu einem richtigen Trainer gegangen und der hätte mir vieles gezeigt, dann wäre ich viel schneller vorangekommen in jungen Jahren. Genau. Ja. So, es bringt nichts, 12 Jahre lang Scheiße zu machen. Ich habe jetzt nicht 12 Jahre Scheiße gemacht, aber ich habe bestimmt 3-4 Jahre ziemlich viel Scheiße und ziemlich viel Quatsch gemacht, muss man so sagen. Jetzt machen wir mal noch was Richtiges hier. Trainieren wir noch ein bisschen. Das ist meine Lieblingsübung. Wie machst du, was ist deine Lieblings-Seithebel-Variation bisher gewesen? Normal, mit Kurzhanteln und Supersätze. Ja, ist geil, ja. Ich finde das richtig geil, dass du hier konstante Spannung hast und zusätzlich dazu auch noch ein bisschen optimaler von der Biomechanik stehen kannst, weil du hast ja die Kurzhantel immer hier. Ja. Und wenn du hier das Ding zwischen den Beinen nimmst, und die auch schon so den Latten ein bisschen rausdrückst, nach hinten lehnst,
dann hast du hier unten bereits Spannung und nicht nur hier oben am härtesten Punkt. Das heißt, du hast wirklich hier eine konstante Belastung. Ich finde das ultra geil, weil du hast jetzt auch überhaupt keinen Schwung mehr. Bist hier so richtig schön fixiert, kannst dich auf eine Schulter konzentrieren und da arbeitet einfach der mittlere Schulterkopf so richtig schön durch. Finde ich richtig geil. Finde ich auch immer direkt im Pump. Das rechte Bein, rechter Arm. Also wenn du den rechten Arm trainierst und die rechte Schulter, das ist das rechte Bein oben sein. Seht ihr? Da kann man immer noch was lernen, auch nach so langer Trainingszeit. Ja. Und das ist jetzt keine Raketenwissenschaft. Nee, überhaupt nicht. Hat man so noch nicht oft gesehen. Test mal aus, bin gespannt, was du sagst. Ja genau, jetzt ein bisschen nach hinten lehnen. So? Ja, ein bisschen noch nach, das linke Bein noch ein bisschen nach vorne, sonst kommst du den Hamstring nach vorne so. Ach so. Ja, so richtig so gespreizt. Ja, sonst kommst du oben an. So. Ja. Ja, genau. Kannst auch wieder von unten richtig explosiv. Von unten richtig so zah, ja, genau. Und dann wieder schön kontrollieren. Dann zah. Und den Lat rausdrücken, wenn du nach unten kommst. Ja, ja, geil. Komm, noch drei. Easy, noch zwei. Sehr gut. Und noch den letzten. Und wenn es jetzt noch nicht genug brennt, kannst du noch zwei machen. Ja, die sind so hart. Ah, ja, sexy. Ich liebe die Übung, Mann. Ja, genau. Nee. Jetzt rechtes Bein, rechter Fuß, ja. Ja, genau. Ja, geil. Perfekt. Schütteln und jetzt soll eigentlich so ein bisschen, sollst du schon so ein bisschen da hier so, ja, aufblähen so. Stabil aus. Das sieht gut aus, ja. Nice. Machen wir noch einen. Du bist ja schon ziemlich Shitstorm erprobt. Ich glaube, wenn ich jetzt so überlege, wenige Menschen in dieser Szene hatten schon so viele Shitstorms wie du. Du, Karl S. und Julian, ja. Ihr seid eigentlich so die Shitstorm-Kings. Ja, wirklich. Würde ich jetzt so vom Bauchgefühl her sagen. Ja. Wie gehst du so damit um? Was macht das so mit dir? Ist das sowas, was dir noch so eine schlaflose Nacht bereitet? Oder bist du da mittlerweile schon... Also, umso öfter man durch etwas geht, umso abgeklärter wird man. Ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mich definitiv vieles gelernt über mich selbst, oder? Mhm. Weil ich kann mich erinnern, die ersten Shitstorms damals, die haben mich schon mitgenommen. Mhm. Also so der Wemmer-Shitstorm, weil er auch berechtigt war im Nachhinein gesehen, oder? Ich habe einfach damals nicht gerafft, was ein MLM ist, oder wie abgefuckt es ist auch, und habe auch nicht realisiert, dass ich eigentlich auch, ich habe ja das MLM nie promoted, aber ich habe halt das Produkt promoted und das wurde über LMM, wurde halt über MLM, genau, LMM, das heißt ich habe es damals nicht eingesehen und deshalb hat es mir wehgetan. Nachhinein habe ich es auch eingesehen und wie gesagt, also habe da auch viel draus gelernt, aber seither muss ich ganz ehrlich sagen, also nach und nach, also zum Beispiel jetzt eben auch so. Ja, also so in den letzten 2 Jahren hat mich eigentlich nichts mehr abgefuckt, weil ich einfach auch immer weiß,
dass die Leute, die mich gut kennen, weißt du, die wissen, was abgeht und das reicht mir auch schon. Weißt du, meine Mutter oder auch eben jetzt so die Leute, die da dabei waren, die eigentlich die richtigen Sachen kennen. Und es ist dann auch immer so, für mich, ich weiß, dass die Zeit immer alles zeigt, weißt du? Du siehst, wenn irgendjemand gegen mich hatet und der dann 2 Jahre später von der Bildfläche verschwindet und man nie wieder was von ihm hört und man auch entsprechend nachgucken kann, was da alles passiert ist, dann weiß ich halt einfach, die Zeit wird es zeigen, oder? Und die Leute, die dann wirklich intelligent genug sind, werden es dann auch nachvollziehen können. Und auch wenn nicht, das ist eben jetzt meine Erkenntnis auch gewesen, so. Du kannst nur, ich habe früher immer gemeint, YouTube-Videos, mit den YouTube-Videos verändere ich Leute. Ja. Das habe ich immer so gemeint. Ich habe gemeint, wenn ich jetzt sage, das ist so, dann verändert das so die Leute. Mhm. Und ich habe jetzt aber mittlerweile festgestellt, Alter, du kannst die Leute nicht verändern, sondern du musst einfach genau das, was du fühlst und das, was du wirklich glaubst, dass es real ist, sagen. Und die Leute, die das in sich tragen, diesen Funken von dir, die ziehst du dann an und die kannst du dann einfach so wie sagt man dem, so ein bisschen wie liegen, weißt du? Du hilfst dann den Leuten eigentlich, die vielleicht das nicht sagen so oder den Mut noch nicht haben. Du sprichst dann sozusagen für die, du gibst denen eine Stimme. Und das ist halt ein riesen Unterschied, der sich da entwickelt hat, weil jetzt scheiß ich wirklich drauf, ob 90% der Leute sagen, das ist scheiße, was du sagst, weil ich weiß, dass genau die 10%, das sind die Leute, die ich brauche, weißt du? Das ist so dieses Prinzip, einmal hast du 1000 richtige Fans und du kannst eigentlich mit den Leuten alles machen, weißt du? Du kannst wirklich mit den Leuten nach vorne gehen und ich habe wirklich diese realen Fans, ich sehe sie an dem World Fitness Day, habe ich sie wieder gesehen, ich war jetzt 1,5 Jahre nicht in Deutschland, irgendwo öffentlich am Start und die Leute sind einfach gekommen an, wie du vorhin auch gesagt hast, die haben mich so in meine Entwicklung gesehen, die sagen, hey, bei dir ist schon wieder so viel passiert, wie geht es Serenia, was machst du in Panama? Und die Trainingsfragen sind auch weniger geworden. Ja, und Fragen mehr so über dein Leben, über dich. Und das gibt mir dann halt die Bestätigung, dass ich eigentlich alles richtig mache. Und weil ich jetzt auch schon so sehr, wirklich ein sehr, sehr starkes Selbstvertrauen aufgebaut habe dadurch, glaube ich, dass eigentlich Shitstorms heutzutage mich gar nicht mehr abwarten, solange ich es nicht wirklich verdient habe, weißt du? Wenn ich jetzt natürlich irgendeine Scheiße baue. Was sagst du zu zum Beispiel der Ronnie Coleman-Geschichte? Ich glaube, das war so der letzte Shitstorm. Also schau. Und das ist noch gar nicht so lange her. Stimmt. Das war, glaube ich, so FIBO-Zeit. Ja. Vor der FIBO. Also, der hat mich, ohne zu lügen, null gekratzt. Ja. Weil ich eigentlich nicht mal richtig gecheckt habe, dass ich... Also ich habe ja das Video online gestellt, aber ich habe eigentlich nur darüber gelacht. Ja. Und ich habe halt wirklich gesehen, wie das halt jeder macht. Weißt du, ich sehe halt, wie sogar du vielleicht mal über einen Joke über Misha Janez lachst. Ja. Weißt du, das ist halt, Alter, nehmt mal den fucking Stock aus dem Arsch, habe ich nur so gedacht. Ja. Weißt du, so, komm, hör auf, also, Alter, was willst du mir erzählen? Ich konnte das schon teilweise von euch verstehen, weil wenn ich Ronnie Coleman jetzt so trainieren sehe, dann denke ich mir auch, Mensch, du bist jetzt halt nicht mehr 32, ja, und auf deinem Peak. Jetzt könntest du vielleicht auch ein bisschen weniger nehmen und ein bisschen mehr auf die Form achten. Das sowieso, aber selbst wenn es nicht mal so berechtigt gewesen wäre, das einzig Dumme war halt, dass ich nicht gecheckt habe, dass es dann halt viral gehen kann. Oder? Und natürlich logisch, wenn es dann irgend so ein Prolet dann halt online stellt und dann aber sagt, ich bin disrespectful, sagt dann aber im gleichen Post ficken und so Zeug. Also dann denke ich dann auch so, wo ist denn hier die Logik? Aber wo es mich dann am nächsten Tag irritiert hat, ist, als ich Janis so ein bisschen die Reaktion gesehen habe, weil für den war es natürlich neu. Ja. Und der war schon so, scheiße, Alter, was geht hier ab? Weißt du, er hat das schon, der schon so, wow. Das war sein erster Shitstorm. Genau. Ja. Und ich glaube, immer wenn man so das erste Mal mit sowas konfrontiert wird, dann denkt man, die Welt geht unter. Aber wenn man das dann halt mal überstanden hat, dann merkt man so, oh, ich bin ja immer noch da. Ja, genau. Und wenn man das natürlich schon ein paar Mal durch hat, dann weiß man, okay, in 1-2 Monaten juckt das auch wieder keinen mehr. Und viele, die Hitze und die Wut geht dann daraus und dann sehen es ja auch viele Menschen differenzierter. Genau, weil das Wort Emotionen, das sind ja das, was passiert. Genau. Das beinhaltet ja das Wort Motion. Emotion. Und Motion heißt, es geht ab und auf, oder? Das heißt, du musst einfach mal cool bleiben. Und das mache ich auch. Also das habe ich auch immer gemacht. Ich habe eigentlich bei den Shitstorms nie impulsiv irgendwie versucht, oder? Also das Letzte, was ich gemacht habe, habe ich es bereut. Und seither weiß ich einfach,
lass die Zeit einfach durchgehen, lass die Wahrheit ans Licht kommen, ohne dass du es machen musst, weil das ist immer das Beste. Und das hat bei mir eigentlich sehr gut funktioniert. Und eben die Tatsache, dass ich einfach auch immer noch da bin, immer noch Leute, weißt du, ich bin da, Mann, ich bin erreichbar, ich verstecke mich nicht, weißt du? Leute können kommen, die können mir sagen, was ich scheiße mache, ich akzeptiere es, ich weiß selbst am besten, wie viel Scheiße ich gemacht habe und wie viel nicht, weißt du? Ja. Und das ist so viel wert, wenn du dir selbst einfach dein größter Kritiker bist. Ja. Wenn du selbst weißt, wenn du selbst in den Spiegel schauen kannst, sagen, Alter, du warst so ein richtig abgefuckter Wichser vor vier Jahren, weißt du? Hast es einfach nicht gecheckt, hast es einfach nicht wahrhaben wollen. Und dann kann jeder kommen und dir sagen, hey, du bist ein Arschloch. Und so, ja, ich weiß, ich war damals ein Arschloch und so. Easy. Cool. Ja, fuck it. Und das ist also, am Ende ist ja so, jeder ist nicht immer cool, nur wir sind halt manchmal vor der Kamera. Ja, genau. Das ist so der Unterschied. Ja. Also ich kann sagen, Mischa war direkt dabei, als wir hier angefragt hatten. Das ist sehr cool. Man muss ja auch sagen, oft haben so Shitstorms bei dir so die Fahrt aufgenommen aufgrund von Gannikus, aber nicht, oder in den letzten Jahren nicht, weil wir so das irgendwie einseitig dargestellt haben, sondern das halt wie so ein Booster. Ja, wenn es bei Gannikus ist, dann ist so boom. Ja. Ja, das ist halt so das, was ich auch nicht ganz. Ich weiß nicht, wie du das siehst für dich, weil du bist ja bei Gannikus, du bist ja Gannikus, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde das halt manchmal schon krass, dass du so diesen Cycle betreibst, weil wenn du jetzt als Betreiber einfach den Leuten mal so sagen würdest, hey Leute, glaub mir, Mann, es ist nicht alles schwarz und weiß, nehmt es nicht so persönlich. Ich glaube, du könntest eigentlich jetzt in die Position, wo du bist ja wirklich auch, das habe ich ja auch am Anfang gesagt, in meinen Augen hast du so diesen Step gemacht vom Online-Magazin zum, hey, Marcel, du bist Kult, weißt du, du machst ein Instagram, du hast einen Instagram-Account, der läuft, weißt du, Leute interagieren mit dir. Ich habe vorgestern eben mal kurz IGTV geöffnet und da war ein Video von dir drauf. Ja. Das heißt, es muss irgendwie... Das ist ganz neu. Ja, eben. Das heißt, du du fungierst jetzt trotzdem in deiner Rolle auch so ein bisschen als Vorbild und kannst den Leuten einfach mal sagen, hey... Also ich versuche schon auch oft so... die Emotion rauszunehmen und das Ganze so ein bisschen sachlicher zu betrachten und nicht noch mehr zu hetzen, sondern auch so ein Stück weit beide Seiten so zu zeigen. Ja? Beispielsweise Julian jetzt, wo er den Geldschein angezündet hat. Ich glaube nicht, dass es ein echter Geldschein war. Und man muss halt auch sagen, in Deutschland ist so, du darfst dein Geld anzünden, weil es dein Eigentum ist. Ja. So, ob ich es gut finde oder nicht, ich würde mein Geld nicht anzünden, aber... Ja, ist total dämlich. Ja, ich versuche dann schon so den Leuten so ein bisschen mehr Input zu geben. Ja. Ja. Oder ist auch mit dieser Ronnie Coleman-Geschichte. Ronnie Coleman ist jetzt nicht irgendwie ein gottgleiches Wesen, sondern so beim Training denke ich mir auch oft, könntest du auch ein bisschen weniger machen oder diese Fett-Weg-Bauchcreme. Ja. Muss das für so einen achtmaligen Mr. Olympia sein? Finde ich auch schade. Und die Sachen sage ich auch immer. Ja, das ist gut. Das ist gut. Ja, schlussendlich geht es ja darum, dass man einfach jedem sein Ding lässt. Und deswegen, ich nehme es auch niemandem persönlich. Wie gesagt, ich weiß eben, wie Emotionen sind. Mhm. Ich weiß, wie ich bin, wenn ich emotional bin, Mann. Mhm. Das hat nichts mehr mit rational zu tun. Und solange man das versteht und cool ist und sich nicht und niemanden verletzt, weißt du, wenn ich jetzt plötzlich irgendwie angeschossen werden würde in Berlin, dann würde es mich abfacken, Mann. Dann hätte ich wirklich ein Problem. Ja, du bist mit mir hier daher. Alles gut. Alles du musst dir keinen Kopf machen. Gut, das also Micha, hat mich sehr gefreut. Ja, Mann, mich auch. Ich denke, wir haben so für geile Aufnahmen gesorgt und ich konnte ein bisschen was von dir mir abgucken. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht auch von mir. Mach dir sonst auch mal einen kostenlosen Science-Statics-Zugang, wenn du willst. Ohne Scheiß kannst du mal reingucken. Sehr gern, ja. Du hast mir auch gesagt, schickst mir mal deine Elements. Ich hatte mal übrigens vor 4 Jahren oder so ein geripptes Levi's. Ja, aber das LBS ist 20% vom Science-Statics und trotzdem hast du doppelt so lange, es durchzuarbeiten. Okay. Also ich meine... Also ich habe eigentlich das Wissen verdoppelt oder verfünffacht schon fast und es trotzdem aber von der Länge her halbiert, sodass es wirklich so kompakt ist. LBS wurde gerippt, Mann. So, ja, aber das gab irgendwie damals Boss-Transformation zum Raumprogramm von Karl. So die 4 sind so durch die ganzen Tauschbörsen und so. Ja. Aber musst auch sagen, wenn dein Programm gerippt wird, dann hast du es eigentlich auch irgendwie geschafft. Ja, hier bei Wilsis. T3O oder 3TO, oder ich kenne die Seiten gar nicht mehr. Da
ging das damals rum. Ja, hab ich verdient. Ich habe früher auch Filme illegal runtergeladen, Mann. Heute Netflix und 10er, so hat man gar keinen Bock mehr auf Rapid Share Uploaded TO und so weiter. Ein scheiß Virus. Ja. Nee, müssen wir nicht haben. Also. Gut, Freunde, wir sind raus. Haut rein. Danke.